Die Weihnachtspause ist vorbei. Bereits seit 6. Januar laufen wieder die Bauarbeiten auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen im Norden Potsdams. Die komplette Ostseite der Friedrich-Ebert-Straße wurde bereits fertiggestellt. Das heißt, sämtliche Kanäle und Leitungen wurden verlegt und der Gehweg erneuert. Die Gleisanlage ist ebenfalls fertig und mittlerweile auch in Betrieb. Wir haben dann jetzt auf die Westseite auch schon umgeschwenkt. Auch da ist schon die Gleisanlage fertig, nur noch nicht in Betrieb, weil das funktioniert nicht, sonst dürfen wir daneben nicht bauen. Wir haben auch auf der Westseite schon die Leitungen verlegt, sind jetzt noch beim Kanalbau und anschließend dann sofort in den Straßenbau übergehend. Die Bauarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße liegen im Zeitplan. Arbeiten, die eigentlich erst für Ende 2014 vorgesehen waren, konnten sogar vorgezogen werden. So liegt im Bereich des Reiterwegs bereits eine neue Trinkwasserleitung. Anders als geplant wird die Gleistrasse in den Wintermonaten nicht zweigleisig betrieben, um die Kanalbauarbeiten zu ermöglichen. Der Verkehr für die Anlieger und die Straßenbahnen wird indes über ein Ampelsystem geregelt. Eine Lösung, die funktioniert. Denn obwohl die Friedrich-Ebert-Straße eine einzige große Baustelle ist, rollt der Verkehr problemlos. Während der kompletten Sanierung werden vor allem die Anlieger ständig über den Stand der Baumaßnahmen informiert. Wir haben allein im letzten Jahr 12 Anliegerinformationen geschrieben, viele Pressemitteilungen auch, um die Öffentlichkeit da insgesamt auf dem Laufenden zu halten, haben einen Anliegerbetreuer, der sich intensiv um mögliche Beschwerden auch kümmert auf kurzem Weg. Und ich denke, auf diesem Wege sind wir wirklich auch mit den Anliegern hier im Einvernehmen, was die Durchführung der Baustelle betrifft. Sicherlich gibt es immer die eine oder andere Beschwerde, aber um die kümmern wir uns denn. Und insofern denke ich, ist es besser, wie alle am Anfang erwartet haben. Wenn die Arbeiten im südlichen Bereich der Friedrich-Ebert-Straße abgeschlossen sind, dann können auch die beiden Haltestellen am Stadthaus in Betrieb genommen werden. Ein schwellenfreier, behindertengerechter Übergang zur Straßenbahn ist dann möglich. Mitte des Jahres soll es soweit sein. Dann verlagern sich auch die Bauarbeiten in den nördlichen Teil der Straße. Der Leitungsbau auf der östlichen Seite von der Helene-Lange-Straße bis zur Puschkin-Allee beginnt. Und die letzte, sechste Phase führt diese Arbeiten dann auf der westlichen Seite des Abschnitts fort. Also ich denke, es wird nochmal sicherlich für die Anlieger schwierig werden, wenn wir in den nördlichen Bereich gehen, weil dann fallen nochmal eine Menge Parkplätze, natürlich auch der Baumaßnahme anheim. Aber gut, mit dem Umstand mussten sich die Leute hier im Süden ja auch schon abfinden. Sicherlich wird es da nochmal etwas schwieriger werden. Aber insgesamt von der Verkehrssituation bleibt das gleichbleibend. Also die Busse werden weiterhin umgeleitet und die Straßenbahn fährt in einem Abschnitt immer eingleisig. Wenn alles weiterhin nach Plan läuft, wird die komplette Sanierung bereits Ende 2014 abgeschlossen sein. Informationen zu den Sanierungsarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße erhalten Interessierte weiterhin telefonisch, per E-Mail oder im Internet unter swp-potsdam.de.